Wir machen daraus eine kleine Serie und werden uns jetzt ein paar Dingo-Pictures-Filme anschauen. Wir haben jetzt letzte Woche uns Aladdin angeschaut, der einfach eine 10 von 10 war, ein Banger. Und heute habe ich für uns mitgebracht der König der Tiere. Also quasi König der Löwen, aber von Dingo Pictures. Let's fucking go, Mann. Ich habe so Angst. Ah, was soll schon schief gehen? Guck mal, wie schön die schon aussehen. Die Animationen sind einfach lecker. Junge, was ist mit der Schildkröte los, Mann? Was ist denn mit der Schildkröte los? Lange Zeit schon lebten die Tiere im Dschungel friedlich zusammen. Da gab es das gefräßige Krokodil. Hunger! Hunger! Bitte noch fünfmal. Die verspielten Affen. Es ist derselbe Affe wie aus Aladdin. Dieselbe Animation, nur fucking gedreht auf dem Kopf. Es ist dieselbe Animation, derselbe Affe. Einfach nur gedreht. Die sind wirklich wie Disney, Leute. Disney reused ja auch immer viele Animationen. Die sind genau wie Disney. Die haben sich inspirieren lassen von ihrem großen Vorbild, ne? Einfach work smart, ja. Dass immer schlafen wollte. Alter. Nur einmal richtig schlafen. Nur einmal richtig schlafen. Die majestätischen Elefanten. Es sind auch dieselben Elefanten wie aus Aladdin. Das sind einfach dieselben. Okay, hört auf, Mann. Den geschwätzigen und eitlen Papagei. Das ist Jafars Papagei. Ich merke schon, die werden alle in den ganzen Filmen immer und immer wieder benutzt, oder? Am besten hat er jetzt noch dieselbe Synchronstimme, Junge. Oh, Nico, dankeschön für 47 Monate in Tier 2. Vielen, vielen Dank. Papagei. Ich bin die Schönste im ganzen Land. Er hat wirklich dieselbe Stimme? Es ist das Dingo Cinematic Universe, ja? Das ist das Prequel zu Aladdin. Die neugierige Giraffe. Eine große Ziege, bitte. Den musikalischen Pelikan. Ausgerechnet Bananen, Bananen, die esse ich mit dir. Behäbige Schild. Was? Was? Schildkröte. Die Zunge. Wo ist die Zunge? Okay. Das flinke Erdhörnchen. Es schwimmt einfach. Es schwimmt einfach davon. Den vernaschten Bären. Junge, geht das jetzt so 48 Minuten lang? Dass wir einfach durch die ganze Tierwelt gehen und wir uns werden einfach random Tiere aufgezählt? Die hinterhältigen Geier. Alter. Hast du das gesehen? Der Bär ist schon wieder an den Kühlschrank gegangen. Das melden wir dem König. Aber die gab's auch bei Aladdin. Die waren in der Wüste und haben geweint, als Aladdin traurig war. Die kluge Schlange. Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Ach so. Ach, so. Das steht also in ihrem Buch Princess in Love. Fallersleben. Es ist die Brillenschlange, ja. Brillenschlange, lul. Den gefährlichen Panther. Diese Pause danach, wenn sie ihre Catchphrase droppt. Und dann einfach diese Pause. Die kluge Schlange. Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Fallersleben. Diese Stille einfach.
ehrlichen Panther und natürlich den klugen und stolzen König der Tiere, den Löwen. Und wie überall, wo so viele unterschiedliche Leute zusammenleben, gab es auch bei den Tieren ab und an Streit. Hunger. Ich hab solchen Hunger. Er frisst ihn jetzt einfach. Hey, lass mich gefälligst in Ruhe. Wir haben auf der letzten Dschungelversammlung beschlossen, dass du keine Erdhörnchen mehr fressen darfst. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn jetzt schon. Halt dich gefälligst daran. Ich hab aber solchen Hunger. Friss gefälligst wen anders. Ich jedenfalls stehe unter dem Schutze des Königs. Ach so. Krieg bricht gleich aus, weil der Krokodil das Gesetz bricht. Nie darf ich fressen, wen ich will. Ich ziehe an den Amazonas. Auch das Nilpferd und die Affen kamen sich des Öfteren in die Quere. Diese Affen, Mann, ich hasse diese Affen. Wie einfach das Ding in seiner Hand von alleine hoch und runter springt. Den kennen wir gar nicht, der wurde uns gar nicht vorgestellt. Hallo? Junge, wie langsam das gefallen ist einfach. Oh, diese Scheißaffen. Musst du mich dauernd ärgern? Könnt ihr euch nicht benehmen, ihr Bastard? Zweimal Zeitlupe, ja. Mittagsruhe ist nur von 13 bis 15 Uhr und es ist schon längst nach 15 Uhr. Er lässt den fucking Alman raushängen. Aber ich bin müde und will schlafen. Mir doch egal, wie es nicht zu machen, Baldrian. Die Versammlung hat beschlossen, dass wir nur zwischen 13 und 15 Uhr ruhig sein möchten. Er heißt Baldrian. Mietvertrag hat er gelesen, ja. Er kann nicht schlafen, weil die zu laut sind. Es ist Nachmittagsruhe, aber er ist trotzdem müde. Aber auch Liebe traf nicht immer auf Gegenliebe. Gehst du heute Abend mit uns aus, Merige? Ihr spinnt wohl! Guck doch mal in den Spiegel! Mit solch hässlichen Gestalten kann ich mich nun wirklich nirgends sehen lassen! Was ist dieser Vogel? Und jetzt dieselbe Animation rückwärts. Doch dem Löwen, der weise und gerecht war, gelang es meistens, den Streit zu schlichten. Du wolltest also schon wieder das Erdhörnchen fressen? Ja, wollte er. Er hat mich schon im Maul gehabt. Ist nicht wahr. Du bist doch weggelaufen. Wir hatten aber beschlossen, dass du das Erdhörnchen in Ruhe lassen sollst. Es hat genauso ein Recht zu leben wie du. Wo mir aber Erdhörnchen so gut schmecken. Nichts da. Ich kann ja auch nicht jeden fressen, auf den ich Lust habe. Ab sofort lässt du es in Ruhe. Verstanden? Aber du bist doch König der Tiere. Es werden alle gesnackt. Es ist der ewige Kreis. Haben wir das schon bei König der Löwen gelernt. Verstanden? Ja, aber... Gut gebrüllt, Löwe. Shakespeare. Was hast du? Diese scheiß Schlange, Mann. Gut gebrüllt, Löwe. Shakespeare. Zitat. Du da gesagt? Nichts, ich habe nur laut gelesen. Shakespeare. Shakespeare! Weiß doch jeder! Shakespeare! Das ist mir zu hoch. Da komme ich nicht mit. Fühl ich, fühl ich. Genau so.
als ich Silent Hill 3 gespielt habe. Genau das Gleiche. Was für Shakespeare, Junge. So ging das Tag für Tag, Woche für Woche und Jahr für Jahr. Nicht einmal die alten Elefanten konnten sich daran erinnern, dass es jemals anders gewesen war. Eines Tages hörte der Löwe, wie sich die Affen, Fritz und Franz, untereinander stritten. Fritz und Franz? Das war seltsam. Normalerweise stritten sie immer mit anderen, aber nie untereinander. Gib das sofort her, das hab ich gefunden. Stimmt gar nicht, ich hab's zuerst gesehen. Dieser Finger von dem rechten Affen. Was ist denn hier los? Warum streitet ihr plötzlich miteinander? Und außerdem, es ist Mittagsruhe. Wartet noch eine Stunde, dann könnt ihr wieder kreischen. Aber das ist mir! Franz hat mir es weggenommen! Ist nicht wahr! Ich habe es gefunden! Wollt ihr endlich still sein? Dieses dumme Schreien, Junge. Dieses dumme Schreien. Na, also, es geht doch. Was ist denn so wichtig, dass ihr den ganzen Dschungel verrückt machen müsst? Gib mal her. Nein, das gehört mir. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Goethe. Genau. Na schön, aber ich will es zurückhaben. Das ist doch... Die Schlange ist Banger. Die Schlange ist... Hat sie zu nice. Das gibt's doch gar nicht. Wo hast du denn das her? Das lag dort hinten. Einfach so. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Das ist ein Diamant, den du da gefunden hast. Was? Hast du gehört? Er hat gesagt, dass ich ihn gefunden habe. Also gehört der Diamant mir. Halt deinen dummen Mund. Wir müssen sofort eine Versammlung einberufen. Halt deinen dummen Mund. Okay, wahrscheinlich kommen jetzt die Menschen in den Wald, weil das jetzt ein Anzeichen ist für Menschen oder was? Und dann müssen die gleich Krieg führen gegen Menschen? Alle Tiere kamen zur Versammlung. Sie liebten Versammlungen. Diese Ziege, also die Giraffe, die läuft in jeder Szene einfach nur von links nach rechts oder von rechts nach links. Mehr macht die Giraffe nicht. Alter! Da steppt der Bär. Das ist die Versammlung. Die sitzen aber nicht auf einem großen, geilen Stein, die Löwen. Wir wissen auch den Namen von dem anderen Löwen nicht. Da ist noch eine Löwenweibchen. Wer ist die denn? Nachdem endlich Ruhe eingekehrt war. Und da fehlt der Otter. Und die drei Vögel fehlen da. Und die Ente fehlt. Zeigte der König den Tieren den Diamanten. Auf unserem Staatsgebiet ist eine Diamantenmine entdeckt worden. Auf unserem Staatsgebiet. Ich hab sie entdeckt. Nein, ich. Halt doch einfach mal schnauzen. Es stellt sich also die Frage, was sollen wir tun? Da fragst du noch, wir werden die Diamanten ausgraben und dann werden wir alle reich. Ach so. Die gehen jetzt mit Spitzhacke da in die Mine rein und bauen jetzt Diamanten ab, oder was? Wir werden reich. Habt ihr gehört? Wir werden alle steinreich.
Ich werde lauter Diamanten tragen. Ohrring aus Diamanten, ein Diamantenhalsband, ein Diamantenring, ein Diamantengürtel. Mir wird von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf rum. Goethe. Die Schlange macht mich so fertig, aber ich liebe sie. Und die hat jetzt ein anderes Buch. Da steht nicht mehr Princess in Love. So einfach ist das nicht. Überlegen wir genauer. Wow. Die Diamanten liegen in einer Mine unter der Erde. Das bedeutet, ihr müsst arbeiten, um die... Fuck. Da war ja was, ne? Man muss... Ach, fuck. Okay, da sind alle raus. Diamanten herauszuholen. Na und? Dann arbeiten wir eben mal einen Tag. Nicht einen Tag, sondern viele Tage, Wochen, Monate lang werdet ihr arbeiten müssen. Jetzt wird der ganze Wald kolonialisiert, Alter. Einen Tag würde ich schon mal arbeiten, aber viele Tage, nö. Also einen Tag werde ich arbeiten, aber viele, nö. Nö, das will ich nicht. Und außerdem, wir müssen Bäume abholzen, damit wir eine Straße bauen können. Eine Straße? Junge, was planen die? Die industrialisieren jetzt den fucking Wald und den Dschungel. Bäume abholzen kommt nicht in Frage. Wo sollen die denn dann spielen? Es gibt wirklich genug Bäume hier. Manchmal stehen sie mir richtig im Weg. Die Tiere diskutierten hin und her, überlegten und stritten sich, bis die Brillenschlange meinte: Reichtum und Pracht währt oft nicht länger als eine Nacht. Altes Dschungelsprichwort. Halt doch einfach dein Maul, Mann. Halt doch einfach dein Maul. Junge, die Schlange kann nicht normal reden. Die kann keine normalen Sätze sagen. Die redet nur in Zitaten und Sprichwörtern. Junge, red doch normal! Was ich meine, ist folgendes altes Dschungelsprichwort. Was ich meine, ist folgendes. Wenn wir hier Diamanten abbauen und geschmückt wie die Pfingstochsen herumlaufen. Sie hat normal geredet. Das war kein Sprichwort und kein Zitat. Dann spricht sich das sehr schnell herum. Dann dauert es nicht mehr lange, bis die Menschen kommen. Und dann ist es mit unserem Glück vorbei. Das wird sich einfach herumsprechen. Irgendwann kommt es bei den Menschen raus so, yo, Leute, da gibt es einen Dschungel, da laufen alle Tiere mit Diamantengürteln, Diamantenkronen, Diamantenhalsketten rum. Da müssen wir hin. Das Eichhörnchen sitzt die ganze Zeit schon da, ja. Lucrezia hat recht. Wenn die Menschen in den Dschungel kommen, sind wir ihnen im Weg und sie machen Jagd auf uns. Aus dir machen sie Handtaschen und Gürtel. Oh! Er ist geschockt einfach. Euch reißen sie die Stoßzähne aus. Aus dir machen sie Dosensuppen. Und was? Dosensuppen aus Schildkröten? Es gibt Schildkröten als Dosensuppen? Bitte was? So eine Terrine oder was? Mit Schildkrötenfleisch? Was? Und euch werden sie in Käfige einsperren und in einen Zoo stecken. Junge, diese Panik in ihren Gesichtern. Aus mir können sie aber nichts machen, oder? Oh doch, dir schneiden sie den Schwanz ab und machen einen Rasierpinsel draus. Der ist einfach geschockt, die Eule. Die Brillenschlange überzeugten die Tiere. Sie beschlossen, dass alles so bleiben solle, wie es war. Und damit keiner auf dumme Gedanken käme, verbot der König auch nur in die Nähe der Diamantenmine zu gehen. Oh, und die werden da reingehen, weil sie alle gierig sind. Und dann gibt's richtig Stress. Alle Tiere waren einverstanden. Diese Filler, Mann. Bitte zeig jedes Tier einmal.
Die zeigen jetzt wirklich jedes Tier, ne? Schildkrötensuppe, Englisch Turtle Soup, Französisch Claire de Tourte, gehört zu den Suppen der klassischen Küche. Sie ist eine klare Brühe aus dem Fleisch einer Suppenschildkröte sowie Rind- und Kalbsfuß, die mit einer speziellen Kräutermischung Schildkrötenkräuter genannt, gewürzt und meist mit Sherry oder Madeira verfeinert wird. Das Schildkrötenfleisch wird von einem Servieren fein gewürfelten hinzugegeben. Perfekt. An Vincent, Dankeschön für 7 Monate. Nur einer konnte sich mit der Entscheidung des Löwen nicht abfinden. Der Panther wurde von Tag zu Tag unzufriedener. Der Gierige. Der Wunsch nach Macht und Reichtum nagte immer stärker an ihm. Alter Reaktionär! Er kennt einfach die Zeichen der Zeit nicht. Wenn ich König wäre, ich würde das ganz anders machen. Er beschloss, dass etwas geschehen müsste. Er will den König stürzen. Oh shit, er will der König der Tiere sein. Oh shit. Und rief die hinterhältigen Geier zu sich. Unser König ist jeglichem Fortschritt gegenüber feindlich eingestellt. Und er will uns in Armut und Unterdrückung halten. Bei mir wäre das alles anders. Ihr müsst mir helfen, König zu werden. Was bekommen wir dafür? Ihr werdet meine Geheimagenten. Du heißt 001 und du 002 und du 003. Na ja, Bokasha. Geheimagenten, das ist ja schön und gut, aber wie zahlt sich das aus? Na, Kralle, meine ich. Ihr bekommt jeder so viel Diamanten, wie ihr auf einmal tragen könnt. Die könnt ihr dann alle Marilyn schenken. Ihr sollt mal sehen, wie schnell sie mit euch ausgeht. Wer ist Marilyn? Wer ist Marilyn? Wer ist Marilyn? Marilyn wird euch nachlaufen. Der Papagei ist Marilyn? Klingt überzeugend. Ja, ich meine, der Papagei hat zu ihnen ja gesagt, yo, ihr seid hässlich. Und davor wurde gesagt, sogar mit der Liebe funktioniert es nicht im Wald. Also ja, kann sein, dass Marilyn der bunte Vogel ist. Diamonds are the girl's best friend. Was? Das ist irgendwas auf Englisch. Diamonds are the girl's best friend. Ah, Diamonds are the girl's best friends. Ach so! Die Geier waren einverstanden und versuchten, die Tiere gegen den Löwenkönig aufzuhetzen. Unser König ist ein Tyrann. Tyrann. Unterdrückt euch. Die Geier haben sie ja nicht mehr alle beisammen. Ich hasse das Nilpferd. Es ist so langsam und so nervig. Wenn du Bokasha zum König willst, wirst du reich und mächtig. Aber er will nur schlafen. Bloß in Ruhe. Schlaf. Die Geier hatten keinen Erfolg. Überall, wo sie hinkamen, waren die Tiere ganz zufrieden mit dem, was sie hatten. Dieselbe Animation nochmal. Die Geier sind aber auch dumm. Die locken die halt mit falschen Dingen an, so, ne? Versprich doch dem Nilpferd wenigstens, dass es schlafen kann. Was ist das für ein Monster? Was zum Fick ist das? What the fuck? Eines Tages kamen die Löwen. Und wieso wurde jetzt einfach gezeigt? Hä? Hä?
Königin zum Löwen und erzählte ihm, dass sie ein Baby bekomme. Ich werde Vater. Stellt euch vor, ich werde ein richtiger Vater. Oh, Junge. Alter, diese Affen. Der Löwe war glücklich und so aufgeregt, dass er sich nicht mehr richtig um die Tiere... Nein, wenn, dann ist es Mufasa, nicht Simba. ...und ihre kleinen Sorgen und Nöte kümmerte. Er wurde ziemlich unkonzentriert. Als das Nilpferd wie jeden Tag zu ihm kam, um sich über die lauten das Affen zu beschweren, am Land. Meinte er... Ja, ja, ist ja gut. Du darfst das Erdhörnchen fressen. Aber wieso das Nilpferd? Wieso darf jetzt das Nilpferd das Erdhörnchen fressen? Hä? Und nicht das Krokodil, wenn überhaupt? Hä? Das Krokodil wollte doch. Hä? Der ist ja komplett verrückt geworden. Spinnt der? Und in Zukunft machst du gefälligst nicht so viel Krach, wenn andere Leute schlafen wollen. Ich hab mein Leben lang noch nie jemanden gestört. Das ist nicht gerecht. Baldrian stört andere beim Schlafen. Hey, das ist gut. Das ist wirklich gut. Der Panther witterte die Chance, auf die er schon so lange... Die Schwäche. Der König hat Schwäche gezeigt. Die Schlange hat er nichts dazwischen gesagt. Die Schlange hätte einen dieben Spruch droppen müssen. ...lange gewartet hatte. Er schickte die Geier los, um die Unzufriedenheit der Tiere noch mehr zu schüren. Merkt ihr denn nicht, dass der König von Tag zu Tag verrückter wird? Naja, irgendwie ist er etwas merkwürdig in letzter Zeit. Er will, dass ich gefressen werde. Und glaubt mir, der König hat nur deshalb verboten, zur Diamantenmine zu gehen, weil er den ganzen Schatz für sich behalten will. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht übertreibt ihr da ein bisschen. Aber weil der Löwe immer öfter falsche Entscheidungen fällte, glaubten die Tiere schließlich den Geiern. Die Brillenschlange Lucretia, die Beraterin des Königs und der Königin, merkte, was vor sich ging und versuchte, den König zu warnen. Das geht vorüber. Warte nur, bis unser Kind da ist. Dann freuen sich alle und werden das Baby genauso lieben wie mich. Die Botschaft höre ich wohl, allein es fehlt der Glaube. Güte. Güte. Die Brillenschlange blieb skeptisch und sie hatte recht. Nicht nur, dass der Ey, diese random Einblendungen von irgendwelchen Tieren, die von links nach rechts oder von rechts nach links gehen. Junge. Unter die Tiere gegen den Löwen aufhetzen ließ. Er versprach außerdem, ihnen alles zu erlauben, was sie sich nur wünschten. Hunger. Nie darf ich fressen, wen ich will. Hey, Wigge. Wenn ich König bin, darfst du Erdhörnchen fressen. Sein Schwanz fliegt in der Luft. Gut. So einfach hat er den Krokodil für sich gewonnen. Wenn ich König bin, werde ich dem Krokodil das Maul mit Pflaster zukleben. Versprochen? Er lügt alle an. Ich König bin, dürft ihr spielen und Krach machen, wann immer ihr wollt. In echt? Wenn ich König bin, darfst du schlafen, wann immer du willst. Die Affen werde ich in ein Gefängnis sperren. Das ist gut. Schlafen? Wenn ich König bin, darfst du dich mit so viel Diamanten behängen, wie du tragen kannst. Diamonds are the girl's best friend! Nur bei Lucretia versagte er. Sie ließ sich durch nichts bestechen. Heinrich, mir graut vor dir. Goethe, verschwinde, Bokassa. Ich bin königstreu. Schlager ist einfach Legende. Einfach, Chat, einfach an jedem Satzende einfach nur Goethe oder Shakespeare sagen. Goethe.
Eines Tages war es soweit. Das Löwenbaby war zur Welt gekommen. Simba ist da. Sah es so aus, als hätte der König recht gehabt und die Tiere hätten die Lügen und falschen Versprechungen des Panthers vergessen. Jeder wollte den kleinen Löwen streicheln. Sieht der lieb aus. Und gern kann er auch schon. Ich werde ihm zeigen, wie ein Purzelbaum geht. Ich werde ihn auf meinem Rücken spazieren tragen. Stimme. Der Panther sah bereits seine Felle davon schwimmen. Doch da entdeckte er, dass das Löwenbaby mit vielen glitzernden Diamanten spielte. Da, schaut genau hin. Der Löwe betrügt euch. Er behält die Schätze des Dschungels für sich. Und uns hat er verboten, die Diamanten auch nur aus der Ferne anzuschauen. Ein Sturm der Entrüstung brach los. Aber das ist doch nur, weil Robin etwas zum Spielen braucht. Ach so. Das ist doch eine Ausnahmesituation. Ach so. Es gibt keine Ausnahmesituation. Ich dachte, der Panther hat jetzt dem kleinen Babylöwen die Diamanten zugeschoben. Aber okay. Mann, man kann eine Ausnahme mal machen, ey. Und auch nicht für einen König. Wo er recht hat, hat er recht. Shakespeare. Wenn ihr mich zum König macht, wird es keine Ausnahmesituationen mehr geben. Dann bekommen alle etwas von dem Reichtum ab. Schickelt alten König ein, Bokassa soll der König sein. Schickelt alten König ein, Bokassa soll der König sein. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Was? Dann bekommen alle etwas von dem Reichtum ab. Schickelt alten König ein, Bokassa soll der König sein. Schickelt alten König ein, Bokassa soll der König sein. Ich verstehe irgendwas mit König, aber mehr auch nicht. Hä? Dann bekommen alle etwas von dem Reichtum ab. Schickelt alten König ein, Bokassa soll der König sein. Schickelt alten König ein, Bokassa soll der König sein. Was? Bekommen alle etwas von dem Reichtum ab. Schickelt alten König ein, Bokassa soll der König sein. Schickelt alten König ein, Bokassa soll der König sein. Schickt den alten König heim. Bokassa soll der König sein. Ich hab's. Junge, ich hätte es jetzt auch 10-mal hören können. Ich hätte es nicht verstanden. Schickt den alten König heim. Bokassa soll der König sein. Schickt den alten König heim. Bokassa soll der König sein. Schickt den alten König heim. Bokassa soll der König sein. Schickt den alten König heim. Bokassa soll der König sein. Junge, die Schlange, Leute. Alten König heim. Bokassa soll der König sein. Wieso öffnet sich das nicht? Nein. Nein. Alter. Oh! Nein. Nur das Löwenbaby verstand nicht, was los war und lachte freundlich. Gerade noch rechtzeitig bemerkte der Löwe, wie eine Klapperschlange nach dem kleinen Löwen schnappen wollte. Der Löwe schlug mit der Pranke nach der Schlange. Die aber drehte sich blitzschnell um und biss zu. Nein! Mufasa! Der König ist tot! Lang lebe der König! Ich bin zu schwach, um euch zu schützen. Flieht, flieht, soweit ihr nur könnt. Kommt nicht in Frage. Wir lassen dich hier nicht zurück. Es wird Bokassa ein Vergnügen sein, dich zu töten. Kurier die Leute nach meiner Art. Altes Dschungellied. Junge, der König stirbt gerade. Kannst du bitte normal reden? Einfach die Wände. Ich werde dir helfen. Ich habe ein Gegengift in meinem linken Backenzahn. Das hilft. Zumindest wirst du wieder gehen können. Schickt den alten König ein! Ihr habt es geschafft. Ihr habt gesiegt. Ihr wolltet Bokassa zum König. Ihr werdet es noch zutiefst bereuen. Wer nicht geht zur rechten Zeit, den bestraft das Leben. Gorbatschow. Oder was, Pony?
Sei es drum. Gedemütigt und traurig. Ich bin mal raus für heute. Guten Nacht und viel Spaß, Goethe. Dir auch, Goethe. Zog die Löwenfamilie davon. Aber wieso ist er nicht gestorben? Ich finde es viel emotionaler, würde er jetzt sterben. Und dann würde er irgendwann der Sohn erwachsen werden und dann würde er zurückkehren und sich rächen. Nur die treue Brillenschlange begleitete sie. Sie mussten recht langsam gehen, da der Löwe... Das ist derselbe Song aus Aladdin? ...von dem Schlangengift noch sehr, sehr schwach war. Sie wanderten, bis sie die Wüste erreichten. Dort beschlossen sie zu bleiben. Das ist der Soraya-Song, ne? Ja, ja. Stimmt. Das Leben war recht beschwerlich in der Wüste. Die Löwin musste sich um alles alleine kümmern. Denn der Löwe war sehr resigniert und brummte nur immer vor sich hin. Was hab ich denn falsch gemacht? Warum haben sie mich verjagt? Was hab ich denn falsch gemacht? Es war nichts mehr mit ihm anzufangen. Wenn der kleine Löwe mit ihm spielen wollte, schickte er ihn meistens. 5 x 15 ist 7. Käse wird mit V geschrieben. Bängerlein. Zweck. Komm, zeig mir, wie man auf die Jagd geht. Du hast versprochen. Der kleine Löwe aber dachte, so ist das Leben. Und so ist der Löwe, weil er nie irgendetwas anderes kennengelernt hatte. Aber schon bald fand der kleine Löwe einen richtigen Freund. Rengo, den kleinen Hasen. Hey, Rengo! Du bist neu hier! Das ist einfach der von Bambi. Klopfer. Stimmt's? Da haben sie einfach komplett gerippt. Stimmt, genau. Ich bin Robin. Und ich habe noch keinen Freund hier. Willst du mein Freund sein? Na klar, dachte ich mir schon, dass du alleine bist. Du siehst immer so traurig aus. Komm, ich zeig dir alles. Gemeinsam durchstreiften sie die Wüste und spielten im Sand. Diese Scheißlaufanimation immer. Das Leben des kleinen Löwen bestand aber nicht nur aus Toben. Seine Mutter bestand darauf, dass er auch etwas lernen müsse und bat Lucretia, Robin zu unterrichten. Die Brillenschlange war eine gute Lehrerin. Robin lernte rechnen und schreiben und lesen. Eines Tages, Robin quälte sich gerade mit dem großen Einmaleins ab, erhielten sie Besuch. Hallo Lucretia, wie geht's, wie steht's? Denke ich an Bokassa in der Nacht, so werde ich um den Schlaf gebracht. Heine. Wir sehen schon. Du hast dich nicht verändert. Aber der da, das muss der kleine... Der Blick einfach... Oh. Deine Robin sein. Ist der groß geworden? Wer sind die denn? Es waren die Zugvögel, die auf ihrer Reise vom Dschungel in den Norden wie immer bei den Löwen vorbeischauten, um Lucretia und die Löwin über die Situation im... Ne, zwischendurch redet die Schlange auch nochmal. Aber ja, 95% sind Zitate. ...Dschungel auf dem Laufenden zu halten. Bisher war der kleine Löwe immer weggeschickt worden, wenn die Vögel vorbeikamen. Er soll... Doch, das hat Heine gesagt. Heine. Er wollte nicht wissen, dass sein Vater so schmählich davongejagt wurde. Los, Robin, der Unterricht ist vorbei. Geh zu Ringo spielen. Lass gut sein, Lucretia. Ich glaube, Robin ist jetzt groß genug. Er soll erfahren, was passiert ist. Also zuerst mal muss gesagt werden, dass es uns reicht. Wir haben den Schnabel voll. Das war das letzte Mal, dass wir im Dschungel waren. Es wird immer schlimmer. Wir gehen auf keinen Fall zurück. Das klingt so, als hätte das irgendeine süße Oma eingesprochen, die Vögel. Wovon redet ihr überhaupt? Ich verstehe gar nichts. Was ist das, ein Dschungel? Du kannst dich nicht einmal mehr an den Dschungel erinnern? Naja, du warst ja noch ganz klein, als alles passiert ist. Und die Vögel erzählten dem kleinen Löwen von den Intrigen des Panthers. Was ist der Löwen sein Blick immer? Vaters. Immer dieser Pokémon-Boa-Blick. Pikachu. Als Bokassa König war. Oh je, schlimme und fürchterliche Dinge sind passiert. Der Panda hat eine richtige Schreckensherrschaft errichtet. Ihr auf einmal ist es ein Panda. Sicht, da sprang der Panda vor Freude in die Höhe. Die Vögel haben Dinge gesehen. Herr, alle leben noch. Und die Eule ist plötzlich dabei. Ich bin mächtig. Ich dachte, die Affen werden in Käfige gesteckt.
Das Eichhörnchen wird gefressen? Werde reich. Wir beginnen sofort mit dem Abbau der Diamanten. Wir kaufen uns eine Achterbahn. Ein Karussell und ein Autoscooter noch dazu. Und ich kaufe mir alle Gummibärchen der Welt. Aha! Wegen Haribo. Versteht ihr? Und ich kaufe mir ein Himmelbeerz. Aber es kam ganz anders, als die Tiere es sich vorgestellt hatten. Zuerst müssen wir die Arbeit organisieren. Nein, wegen Haribo. Arbeitsbeginn ist um 6 Uhr morgens, Feierabend um 6 Uhr abends. Und der Panther wies jedem Tier eine Aufgabe zu. Die Elefanten mussten eine Straße zur Mine bauen. Das Erdhörnchen musste die Diamanten ausgraben. Aber wieso das kleinste von allen Tieren? Wieso denn das kleinste von allen Tieren? Der Pelikan musste die Diamanten zum Waschen an den Fluss bringen. Reih dich ein, die Arbeiter, Arbeitsfremd, wenn du auch ein Arbeiter bist. Das Krokodil und das Nilpferd mussten die Diamanten im Wasser waschen. Es reicht langsam. Hunger. Die Affen, weil sie am geschicktesten waren, mussten die Diamanten schleifen und zu Ringen und Halsketten verarbeiten. Der vernaschte Bär wurde zum persönlichen Diener des Panthers benannt und musste für Bokassa kochen. Immer nur Braten. Nebeler Pudding. Nebeler Pudding. Und die Geier sollten alles überwachen. Er hat schon wieder einen Fehler gemacht, siehst du? Natürlich löste der Panther auch keine der Versprechungen ein, die er den Tieren gemacht hatte. Diese Sau. Das Gegenteil war der Fall. Baldrian, das Nilpferd, durfte nicht mehr schlafen. Ich will endlich schlafen. Boah, hör doch auf. Das Krokodil durfte keine Erdhörnchen fressen. Du hast es aber versprochen. Bist du verrückt? Wer soll dann all die schönen Diamanten ausgraben? Die Affen durften nicht mehr spielen und Krach machen. Spielen so viel wir wollen. Aber wenn die Affen die ganze Zeit nicht Streiche spielen dürfen, sondern weil die ganze Zeit arbeiten müssen, dann kann doch der Nilpferd in Ruhe schlafen. Das Nilpferd, oder? Wer soll mir dann meine Ringe und Colliers machen? Die einzigen, denen ihre neue Aufgabe gefiel, waren die Geier. Den ganzen Tag beobachteten sie die Tiere und schrieben jede Verfehlung auf. Fritz verweigert die Arbeit. 20 Strafpunkte. Und ach ja, das muss ja arbeiten. Hörte, wie das Erdhörnchen zum Pelikan sagte, hoffentlich erstickt der Panther bald an seinen Diamanten. Da schrieben die Geier. Die Animation ist so scheiße. Die ist wirklich so bad. Aber man muss auch sagen, echt, dieser ganze Film, ne? Der besteht gefühlt aus 5 Animationen. Geier hoch erfreut in ihr. Und dann werden die immer und immer wieder gezeigt. Immer und immer wieder. Buch. Wie oft haben wir schon den fucking gähnenden Nilpferd gesehen? Wie oft haben wir die Giraffe gesehen, die ganze Zeit von links nach rechts geht? Junge, Junge, Junge. Erdhörnchen wird umsturzlerisch reden. 50 Strafpunkte. Jeden Abend flogen 001, 002 und 003 zum Panther und zerpetzten die Tiere. Und natürlich durfte niemand auch nur einen einzigen Diamanten für sich behalten. Alles was? Mussten sie abliefern. Schon bald reichte dem Panther die tägliche Aus... Ne, sind weniger als 5 Frames. Hier, 1, 2, 1, das ist noch ein anderer, 3, und das ist wieder der erste. Okay, das war noch ein anderer, 4 Frames. Schon bald. Es sind 4 verschiedene Frames. Bald reichte dem Panther die tägliche Ausbeute nicht mehr. Das Erdhörnchen ist zu langsam. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Ich habe von Tieren gehört, die Meister im Graben und Erde aufschaufeln sind. Holt sie bei!
Die Geier flogen los, um neue Arbeitskräfte aus fremden Ländern anzuwerben. Jetzt werden auch noch Sklaven dran geholt. Junge, Junge, gleich fangen die an, Stadien zu bauen. Und tatsächlich, mit falschen Versprechungen gelang es ihnen, eine Gruppe von Maulwürfen als Arbeitskräfte für den... Wo sind das Maulwürfe? So sehen Maulwürfe nicht aus. Wo sind das Maulwürfe? Hä? Panther zu verpflichten. Es ist leichter. Ach, Blei, ihr müsst nur ein kleines bisschen graben. Das macht ihr doch sowieso immer. Und ihr bekommt einen hohen Lohn. Einen hohen Lohn bekommt ihr nach ein paar Wochen Arbeit, könnt ihr als reiche Leute zurück in eure Heimat kehren. Die Maulwürfe gruben. Bokassa Mining Corporation. Und schaufelten. Aber immer wenn sie vom Panther ihren Lohn forderten, sagte dieser: Ihr arbeitet zu wenig, ihr seid zu langsam. Ihr bekommt euren Lohn erst, wenn ich mit euch zufrieden bin. Oh, gleich nimmt er doch ihre Ausweise weg. Ihre Reisepässe nimmt er weg. Und die kriegen sie erst, wenn die Arbeit erledigt ist. Immer schafe, 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 Nickesäckel. Ich immer den ganzen Tag, ich schaufele, schaufele. Andere Baustelle, immer Nickesäckel. Am Abend. Ich schaufele, schaufele. Legten sich die Maulwürfe erschöpft auf die Erde und träumten von herrlichen Weiden, Wiesen und Gemüsegärten, wo sie zwar arm, aber glücklich waren. Was für Maulwürfe! Nicht nur, dass die Tiere immer verzweifelter und verängstigter wurden, auch der Dschungel wurde immer hässlicher. Die ganze Erde war aufgegraben, uralte Bäume auf Befehl des Panthers hin ausgerissen worden. Die klingen einfach an, die klingen einfach wie Ritter. Als würden die gerade mit einer dicken Ritterrüstung laufen. Schön waren nur die Ringe und die Halsbänder, die die Affen fertigten. Aber davon hatten die Tiere ja nichts. Außer dem Panther und den Geiern natürlich. Hier, Merlin, ein neues Halsband für dich. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf heute Abend. Die haben sie geklärt. Diamonds are the girl's best friend. Diamonds are the doppelt sogar. Best friend. Zahle das Geld, dann kommt die Braut. Wüstensprichwort. Obwohl, Marilyn hatte schon immer einen miesen Charakter. Und warum wehren sich die Tiere denn nicht? Zusammen sind sie doch viel stärker als der Panther. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Karl Marx. Die Tiere haben einfach alle Angst vor dem Panther. Irgendwie bin ich ja schuld an der ganzen Geschichte. Wenn mein Vater sich nicht so sehr auf mich gefreut hätte, wäre das alles nicht passiert. Ich muss den Tieren helfen. Quatsch, Robin. Wenn du es nicht gewesen wärst, dann hätte der Panther einen anderen Grund gefunden, die Tiere gegen deinen Vater aufzuhetzen. Du hast keine Schuld. Aber trotzdem, so kann es im Dschungel nicht weitergehen. Wir müssen handeln. Los, Robin, hol deinen Vater. Der kleine Löwe rannte so schnell er konnte zu seinem Vater. Der aber zuckte nur resigniert die Schultern und meinte: Sie haben es selbst so gewollt. Sollen Sie doch sehen, wie Sie zurechtkommen. Robin. Aber man muss aber auch sagen, der Aladdin-Film war schon sehr aufwendig, oder? Im Vergleich zu dem hier. Der war schon sehr, sehr aufwendig. Lief enttäuscht zu den anderen zurück. Er will uns nicht helfen. Er sagt, es geschieht den Tieren nur recht, wenn sie schlecht behandelt werden. Und so mussten sich die Löwin, Robin, Ringo und Lucretia ohne die Hilfe des Königs einen Plan ausdenken. Ich werde einfach mit dem Panther kämpfen und ihn besiegen. Ich bin nämlich schon ganz schön stark. Ringo kann es bestätigen. Ja, ich find's auch schade, dass sie nicht mehr singen. Ich find's auch echt schade, Mann. Jawohl, mich hat er neulich ganz schön aufs Kreuz gelegt. Oh, heilige Einfalt. Johannes Hus. Quatsch, erstens bist du so stark nun auch wieder nicht. Und Mann gegen Mann ist sowieso Blödsinn. Köpfchen muss man haben. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Aber was denn? In der allerhöchsten Not bringt der Mittelweg den Tod. Alexander Kluge. Hä? Gift, die typische Waffe der Schwachen. Wir vergiften den Panther. Bis er tot ist?
Oder bis er so schwach ist. Hä? Dass wir ihn leicht besiegen können. Mal sehen. Und wie kommen wir an ihn ran? Wir müssen seine Geheimpolizei auf unsere Seite bringen. Und die sollen ihm das Gift ins Fressen tun. Klar, wir machen die Geier einfach zu. Ach, die Geier ist die Geheimpolizei. 001, 002, 003. Doppelagenten. Ja, wie wollt ihr das denn machen? Wir können doch nicht einfach hingehen und sagen, ihr seid jetzt Doppelagenten. Geheimagenten sind immer bestechlich. Wir müssen die Geier einfach bestechen. Alter Robin, was ist denn mit ihm los? Alter, der ist ja schon richtig abgewichst. Und dann müssen die Geier den Koch des Panthers bestechen, damit der Bokassa Gift ins Fressen tut. Und die Tiere überlegten, womit sie die Geier bestechen könnten. Mit noch einem Date mit Marilyn. Ich hab's! Hä? Computer! Wir bestechen sie mit Computer. Natürlich, Chat! Mit Computern! Natürlich! Wie bin ich nicht auf diese Idee gekommen? Mit Computern! Oh mein Gott! Robin! Eine GTX 3080! Ach du Scheiße! Computern! O tempora o mores, o Zeiten o Sitten, Cicero. Na gut, dann versuchen wir sie eben mit Computern zu bestechen. Tut mir leid, aber ihr müsst noch einmal zurück in den Dschungel. Ihr seid die Einzigen, die mit den Geiern reden können. Das sahen auch die Zugvögel ein und sie versprachen, ihr Bestes zu tun. Was für Computer jetzt? Wo kommen die Computer jetzt her? Die Ritter kommen wieder. Beo, 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 beo. Leute, das andere Hörnchen wird mir gar nicht mehr gezeigt. Das andere Eichhörnchen wird gar nicht mehr gezeigt. Ich glaube, der Krokodil hat sich schon gefressen. Das braune Erdhörnchen. Wir, sagst du? Ja, das neueste Modell. Superschneller Prozessor und irre viel Speicher. So wie ihr hier arbeitet, mit Bleistift und Notizbuch, das ist doch total überholt. Ach so, wegen der Bürokratie. Ach, die wollen das modernisieren, deshalb Computer. Ach so, weil die ganze Zeit mit Papier und Stift arbeiten müssen. Und so würde halt die Bürokratie viel einfacher sein, wenn die dann einen richtigen PC haben. Die 21. Jahrhundertwende, Leute. Natürlich. Alle steigen auf PCs um. Nur die sind noch immer nicht bei PCs. Da lacht euch doch jeder aus. Da hat er recht. Ein Top-Spion ohne Computer, das ist auch wirklich zum Lachen. Und die funktionieren auch richtig? Na klar. Mit Farbmonitor und Drucker. Mit Drucker? Oh, Alter, jetzt geht's ja richtig ab. Die kriegen ja komplett Luxus. Junge, was geht hier ab? Aber nur, wenn ich einen für mich alleine bekomme. Rascht, Alter, wir wollen allein, Computer für uns allein. Das ist doch selbstverständlich. Natürlich bekommt jeder von euch seinen eigenen Computer. Fantastisch. Dann brauche ich nur noch ein Telefon und Modem und dann kann ich alle Informationen über die 001 und 002 verfügen anzapfen. Ich will auch noch ein Modem und ein Telefon. Wozu brauchst du denn ein Telefon? Was ist das überhaupt, ein Modem? Du kennst doch den 003, der will dich bloß wieder wichtig machen. Lass ihm doch sein Telefon und sein Modem. Na gut. Du sollst dein Telefon und dein Modem haben. Das ist der Hackermann unter den dreien. Dann wollen wir das aber auch. Na schön, also drei Computer, drei Telefone und drei Modems. Geht in Ordnung. Und dafür helft ihr uns, den Panther zu vertreiben. Jo, ciao, Escape. Gute Nacht. Du dich verlassen kannst. Jawohl.
Diese Computerscheiße ist ja so random. Will kein Pudding, Mann. Du musst uns helfen. Euch helfen? Ihr spinnt wohl. Du musst uns helfen, Bokassa zu vergiften. Für wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Ja, Reeves, gut, ne? Das ist doch eine Falle. Wenn ich ja sage, dann erzählt ihr es doch sofort dem Panther. Ja, ja, es ist eine Falle. Aber nicht eine Falle für dich, sondern es ist eine Falle, ja. Und der streicht mir meine Honigration. Bestimmt nicht. Hör zu. Wir werden nämlich von unserem alten König, dem Löwen, mit Computern bestochen. Dafür sollen wir dich bestechen, Bokassa zu vergiften. Das ist so fucking random mit den Computern. Ich komm nicht drauf klar, Mann. Es ist so dumm. Und womit wollt ihr mich bestechen? Du bekommst von uns so viele Gummibärchen, wie du willst. In allen Farben? In allen Farben. In allen? Okay. Wobei aber, er braucht nur die roten und die grünen, weil das sind die besten, ne? Ungeduldig warteten Robin, Lucretia, Ringo und die Löwin auf die Rückkehr der Vögel. Sie werden sich doch nicht verflogen haben. Zugvögel verfliegen sich nie. Ich sehe sie. Sie kommen. Kommt ihr jetzt mit PCs angeflogen? Wir haben es geschafft. Die Geier werden unsere Doppelagenten. Und ihr meint, man kann ihnen wirklich trauen? Dem traue nie, der einmal Treue brach. Shakespeare. Die sind total scharf auf ihren Computer. Die helfen uns bestimmt. Und Modem und Telefon. An der Grenze zum Dschungel. Ich kann nicht mit euch kommen. Ich muss mich um Papa Löwe kümmern. Man kann ihn in seinem Zustand nicht allein lassen. Der kleine Löwe aber, die Brillenschlange und der Hase zogen los. Die Schlange hat so ein hübsches Täschchen, wo ihr Buch drin liegt. Und jetzt auch noch der Song, das ist der Teppichsong. Das Kamel hat. Nee, das ist nicht der Teppichsong, oder? Welcher Song war das? Ja, aber die. The fuck? Sich bereit erklärt, sie zu begleiten und die Bestechung zu tragen. Ja, das war der Intro-Song, genau. Die kommen wirklich mit PCs an, Leute. Die kommen wirklich mit fucking PCs an. Ich bin so überfordert gerade. Ich bin einfach. Zum Dschungel wurden sie von den Geiern bereits erwartet. Ich dachte, jetzt kommt an der Grenze zum Dschungel, mussten sie noch am Zoll vorbei. Tatsächlich, sie haben die Computer. Und die Telefone. Her damit. Nichts da. Erst müsst ihr dem Panther Gift ins Fressen tun, damit er schwach wird und wir ihn vertreiben können. Kein Problem. Ist schon alles organisiert. Wir wollten nur abwarten, ob ihr auch Wort haltet. Kommt schon, 003. Der Bär wartet auf uns. Tatsächlich, sie haben die Gummibärchen. Her damit. Nix da. Zuerst musst du den Panther vergiften. Ja, Alter, die waren kurz im Kiosk, haben sich eine bunte Tüte geholt. Dann bekommst du die Gummibärchen. Kein Problem. Ist schon alles organisiert. Ich wollte nur abwarten, ob ihr auch Wort haltet. Würdet ihr auch für Gummibärchen einen König vergiften, Chat? Schon, oder? Noch ein bisschen Assi. Die kriegen sogar drei Tüten. Okay, gut. Drei Tüten, okay. Let's go. Und noch ein bisschen Schlafmittelchen und noch ein... Wo bleibt mein Fressen? Ich bin es nicht gewohnt zu warten. Noch einmal eine Verspätung und ich fresse dich ungekocht. Das ist das letzte Mal, dass du mich so rumkommandiert hast. Ist das schon fertig? Ich komme ja. Entschuldigung vielmals.
Her damit! Wohlbekommt. Gift! Du hast mir Gift in mein Fressen getan! Junge, wie er schreit! Regungslos lag. Junge. Junge. Was? Was? Auf der Erde. Er ist vollbracht. Er liegt bewusstlos auf dem Boden. Her mit den Gummibärchen. Ah, okay, es ist nur bewusst. Okay, er schläft nur. Er schläft nur, alles gut. Die Geier gaben ihm die Gummibärchen und flogen davon. Wieso leckst du die? Das ist kein Eis. Iss die. Es ist vollbracht. Er liegt bewusstlos auf dem Boden. Er mit den Computern. Und den Telefonen. Die sind da drüben und viel Spaß. Sehen wir gleich noch die drei im Büro sitzen? Gierig drang der kleine Löwe in den Dschungel ein. Er war ja noch nie hier gewesen und alles war sehr neu und fremd für ihn. Aber wieso sind sie nicht direkt zum Bären gegangen und haben dem Bären etwas versprochen? Also wieso haben sie nicht direkt den Bären angestiftet, sondern mussten erst die Vögel anstiften, damit die Vögel den Bären anstiften? Der Hase, die Brillenschlange und das Kamel folgten ihm. Doch, die haben alle ein Modem. Die haben eine Internetverbindung. Die Tiere im Dschungel unterbrachen ihre Arbeit. Was ist denn hier los? Der lebt noch. Er ist noch nicht tot. Krokodil hat ihn noch nicht gegessen. Die Geier sind die Stasi. Ah, die überwachen alles, ja. Wenn das der Panther merkt, dann geht's ihnen aber an den Kragen. Aber als die Tiere merkten, dass der Panther und die Geier nirgends zu sehen waren, ließen sie alles stehen und liegen und liefen hinter dem kleinen Löwen her. Was ist dieses Lied gerade? Was ist das für random Soundeffekte? Das ist also Bokassa. Was machen wir jetzt mit ihm? Oh, wie er da liegt, Mann. Tötet ihn! Tötet ihn! Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Goethe. Doch nein, Wir sind keine Barbaren und Mörder. Dann vertreiben wir ihn eben, genauso wie er uns vertrieben hat. Wie denn? Er ist doch bewusstlos und kann nicht gehen. Ratlos schauten sich die Tiere an. Tja, dann Krokodil muss ihn wohl essen. Ich hab's. Wir setzen ihn auf ein Floß und das Floß auf den Fluss und bis er aufwacht, ist er schon ganz weit weg. Vielleicht sogar schon auf dem Meer. Und dann? Irgendwo wird er schon landen. Aber das ist nicht mehr unser Problem. Damit müssen sich dann andere herumschlagen. In Windeseile hatten die Elefanten aus Baumstämmen ein Floß gezimmert. Langsam trieb das Floß mit dem Panther den Fluss hinunter. Die wissen das gar nicht, aber der ist einfach tot. Der ist nicht mehr, der ist einfach gestorben. Die denken aber, ach, alles gut, der lebt noch. Die haben ihn einfach eiskalt umgebracht. Hey, jetzt erkenne ich dich erst. Du bist der Sohn unseres Königs. Unser König ist zurückgekommen. Der König ist zurückgekommen. Endlich darf ich wieder schlafen. Wo ist denn unser König? Wo ist denn dein Essen? Er ist immer noch nicht richtig gesund. Aber das ändert sich bestimmt, wenn ihr ihn wieder zum König macht. Sag ihm, wir wollen alle, dass er zurückkommt. Ich gehe sowieso zurück in die Wüste und dann kann ich auch gleich Bescheid sagen. Das ist ja nett von dir. Das war alles sehr nett, aber es ist mir doch zu wenig Sand da. Und was machen wir mit der Mine? Die wird geschlossen. Für immer. Schüchtern waren auch die Maulwürfe näher gekommen.
Wer seid ihr denn? Ihr wart noch nicht hier, als ich weggegangen bin. Das sind unsere Gastarbeiter, würde der Panther sagen. In Wirklichkeit waren sie richtige Sklaven. Sie mussten Tag und Nacht für Bokassa schuften. Damit ist nun Schluss. Ihr seid frei. Wenn ihr wollt, könnt ihr wieder nach Hause zurückgehen. Ihr könnt aber auch bleiben, wenn ihr Lust habt. Ich verspreche euch, für uns müsst ihr nicht schuften. Na, ich schicke sie nach Hause. Ich mache auf für die erste Pizzeria in die Dschungel. Schmeckt wie bei die Mama mit diesen Tortellini, Rigatoni, Carbonara, Tarantelle, Spaghetti al Forno. Wie einfach random irgendwelche italienischen Gerichte aufzählt. Wie fucking Mario. Verspreche euch, für uns müsst ihr nicht schuften. Na, ich schicke sie nach Hause. Ich mache auf für die erste Pizzeria in die Dschungel. Schmeckt wie bei die Mama mit diesen Tortellini, Rigatoni, Carbonara, Tarantelle, Spaghetti al Forno. Und Hordes Pizza und Tiramisu. Genau, Tiramisu. Aber nicht mit der Panther, der uns herumkommandiert hat. Die Geier waren fast genauso. Wenn sie sagt, sie steht auf Italiener. Ihr müsst sie ebenfalls besiegen. Die sind schon besiegt. Und tatsächlich. Oh. Da schau doch das an. Da hat 003 doch tatsächlich auch mich ausspioniert. Der hat die gehackt. Der hat die wirklich gehackt. Jetzt baue ich dem 001 ein Virus ein. An das Passwort kommt nicht mal 002 ran. Er baut ein Virus gerade einfach. Junge, was eine Shitshow. Ah, Spaghetti. Ah, Ravioli. War es nicht im Mario 64, wenn er schläft? Und der Löwe im Dschungel ein. Dieser Scheißaffe. Es gibt einfach einen dritten Affen, der immer nur dumm tanzt. Er ist immer noch etwas schwach und die lange Reise hat ihn doch sehr angestrengt. Aber in ein paar Tagen geht's ihm bestimmt schon viel besser. Und tatsächlich, nach ein paar Tagen war wieder alles beim Alten. Der Dschungel ist gerettet! Das Nilpferd darf nicht mehr schlafen. Die Affen sind scheiße. Krokodil hat Hunger. Was gefällt mir anders? Die Affen haben die Mittagsruhe gebrochen. Sie haben um 14.07 Uhr einen Höllenlärm. Um 14.07 Uhr? Stimmt das? Der ist ja schlimmer als die Geier, die alte Petze. Das war das letzte Mal, dass ihr die Mittagsruhe nicht eingehalten habt. Verstanden? Siehst du, Robin, so geht Regieren. Ich werde dir jetzt... So geht Regieren. Ihr macht das nicht mehr. Ich habe Geschmack gefunden an der Republik, seit ich so viele Könige habe gesehen. Béranger. Hä? Ich denke, wir haben beschlossen, dass der König von nun an gewählt wird. Natürlich dürft ihr euch euren König... Sie führt die Demokratie ein in den Dschungel. König selbst wählen. Aber es ist doch wohl klar, dass ihr meinen Sohn wählt, oder? Na klar. Ja. Also los. Regieren wir. Also los! Regieren wir! Was ein schönes Ende. Also los! Regieren wir! Junge, war das scheiße. Aber das ist ja insane, wie viel sie reused haben. Das ist ja wirklich... Also würde man halt all diese Stellen rausschneiden, wo einfach nur random ein Tier steht und irgendwie läuft. Junge, es wäre einfach die Hälfte. Vielleicht hätten wir die Hälfte an Länge gehabt. Wie viel da einfach Leere drin war.
Das sind die legendären Synchronsprecher, Chat. Meint ihr, die synchronisieren immer noch? Boah, Junge. Alvin! Diese scheiß Computer, Mann. Diese scheiß Computer. War einfach die beste Stelle. Das war einfach die beste Stelle. Ach, das war's. Deshalb sind die immer so scheiße. Es ist wirklich, ist nur eine einzige Person, die den Film optisch darstellt. Und die Person arbeitet auch gleichzeitig an der Musik. Der hat alles in Paint gemalt und dann in Windows Movie Maker zusammengeschnitten. Undertale der Filmindustrie. Holy shit, war das schlecht. Also Aladdin war noch cool, aber das war halt echt scheiße, Leute.